Und so Let's Play Stalker Lost Alpha. Wir sind zurück in Pripyat. Ich habe ja gesagt, ich würde schlafen. Habe ich getan. Jetzt am Tag ist es gleich viel einfacher, ein bisschen ja, Unruhe in diese schöne Umgebung zu bringen. Da hinten hat doch glatt jemand einen Wissenschaftler abknallen wollen. Ja, wir rennen mal. Ah, ist das Gepiepel. Ja, wir rennen mal dahin. Ach, das ist er, der zurück in seinen Bunker geht. Dem ich letztens erstmal was vertickern wollte. Hast du dir jetzt echt das scheiß Scharfschützengewehr? Ist mir eigentlich egal, weil ich habe ja die Muni, aber du bist ein richtiger Penner, weißt du das? Ja, er läuft jetzt mit dem Scharfschützengewehr rum, nehme ich mal stark an und es geht gar nicht. Ist mir zu laut und er hat das Scharfschützengewehr. Ja, klasse. It's about time you got through to us. It's about time you stop saying that. So, wir haben hier irgendwo noch Gegner. Das macht ihn auch gerade merklich nervös. Und wir haben nichts anderes als eine Pistole dabei. Ich habe schon die Orientierung verloren, wo überhaupt das fucking Auto ist. So, wir würgen mal hier rüber. Einen Blick. Wo sind sie denn? Wir gehen zurück zum Auto. Ist mir zu unsicher. Ja, wir brauchen eine Nahkampfwaffe. Möglichst eine leichte, wenn wir das Scharfschützengewehr ein bisschen länger verwenden wollen. Heißt, die MP5 wäre so meine erste Wahl. Wo ist mein Auto? Ich glaube hier und dann links. Ja, wie gesagt, die MP5 wäre eine ausgezeichnete Wahl für solche Zwecke. Und ansonsten, ich weiß nicht. Ich denke, die MP5 wird vollkommen reichen. Ja, ich habe mein Auto verloren. Ich gebe es ja ganz offen und ehrlich zu. Es kann ja nicht weit sein. Hier ist die Busstation. Dann müsste da in der Seitenstraße eigentlich mein Auto stehen. Hallo, Auto? Ich glaube, das Spiel scheißt mir gerade einen Pfund. Aber ich scheiß dem Hund da hinten jetzt einen Pfund. Denn für den läuft der Tag nicht rund. Ha! Ja, die Debson Rhymes. Ach, ich bin im Kreis gelaufen. Okay, das erklärt's. Ja, wir müssen einmal auf die andere Straßenseite. Da hinten bei dem Wagen, also bei diesem hell-orange leuchtenden Ding, müsste unser Wagen stehen. Vorher gucken wir nochmal kurz was. Hallo? Ich habe das Gefühl, in diesem Haus befindet sich ein Etwas von der Monolith-Fraktion. Und dieses Etwas würde ich gerne ausräuchern, bevor es dasselbe mit uns machen kann. Ja, ich hatte kurz eine Radarmarkierung und ich bin mir sicher, dass da in dem Haus was ist. Mindestens eine Person. Nur komme ich nicht ran, was ein bisschen schade ist. Na gut, unser Auto, wie versprochen. Open Trunk. So, erstmal, die vermisse ich nämlich schon seit Ewigkeiten. Dann, Scharfschützen wäre schön und gut, aber ich habe es mir doch anders überlegt. Wir laufen noch ein bisschen damit rum. Da haben wir nämlich auch noch ordentlich Mumpeln für. Weg damit. So, packen wir die Mumpeln rein. Das ist so ordentlich. So, ich würde sagen, machen wir uns mal auf und suchen das Hotel. Ich meine, was anderes können wir ja schon fast nicht machen. Ja, vielleicht noch einmal nachtanken, weil so kommen wir eh nicht weit. Ist mal wieder herrlich. So, einmal rein. Und Moment, ich habe die Waffe draußen. Ich weiß nicht, wie ich es mache, aber ich weiß, dass es geht. So, wir machen einen Quick Save, denn wir haben unser Auto wieder. Ja, wir werden das auf härteste gerade abusen. Einfach nur, weil wir hiermit viel schneller sind als mit allen anderen Möglichkeiten, die uns geboten sind. Ist das der Militärstalker, der da steht? Vom letzten Mal noch? Ja, ich denke. Das hier sollte die Ecke sein. Oh oh, Granate! Wie man einfach haargenau zielen kann. Also, wenn ihr das lame findet, müsst ihr das in die Kommentare schreiben. Und ich werde es dann beim nächsten Mal unterlassen. Aber momentan nutze ich das ganz gern mal aus. Na du?
Du hast keine Chance. Ich habe tatsächlich mein Auto runtergeschossen. Weg hier. Ja, ich habe keine Ahnung, woher das kommt und wer das war. Und jetzt ist da auch noch eine böse Anomalie vor uns. Also momentan läuft das nicht so gut. So, wieder rückwärts. Ja, ich würde sagen, wir steigen aus dem Auto aus, bringen das aber so ein bisschen in Sicherheit, denn der Position hier traue ich nicht so wirklich zu, dass mein Auto in Ruhe gelassen wird. So, erstmal hier ordentlich absichern. Zack. Ist nämlich schon ein wenig beschädigt. So, und dann looten wir mal, was es zu looten gibt. Einen Haufen Ranz, wie mir scheint. Allerdings, auch kleinen Ranz macht Mist. Wir werden uns überall die kleinen Ranz-Munitionshaufen zusammensuchen. Denn Munition ist hier im Herzen der Zone Mangelware. Es fehlt uns an Händlern. Ohne Händler keine Mumpeln, ohne Mumpeln keine Tote. So, ihr könnt euch sicherlich noch nicht vorstellen, wo wir hier gerade drin sind. Also, laut meiner Ortskunde des Spiels müsste das hier oder ein anderes Gebäude, was noch zur Auswahl steht, das Hotel sein. Theoretisch müssten wir es ganz einfach erkennen können am Dach. Weil ich meine, da steht sogar Hotel drauf. Ja, das ist das 1986 Hotel, müsste es sein. Bin mir nicht sicher, aber müsste es sein. Erstmal die Mumpeln wegpacken, die ich nicht mehr brauche. Ja, die Pistole brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ist okay, dass die weg ist. Stattdessen packen wir mal ein unser kleines, gemeines Gewehr. Und ein bisschen Munition dafür. Ein paar Granaten gehen auch. Dann würde ich die sogar gerade lieber auspacken. Einfach nur, weil die auf Close Quarters vernichtender ist. So, dann gehen wir nochmal hier rein. Wie gesagt, das müsste meiner Kenntnis nach das Hotel sein. Auch wenn ich noch nicht weiß, wo hier die näheren Eingänge sind. Also vom Aufbau her könnte es sogar schon ein Hotel sein, finde ich. Mag eine subjektive Meinung sein, allerdings schauen wir mal. So, gibt es hier irgendwo eine Treppe? Nee, das ist Müll, das brauchen wir nicht. Hier geht es nicht weiter. Gut, das ist dann wohl höchstwahrscheinlich das falsche Hotel. Allerdings haben wir hier um diesen Komplex rum noch eine Menge weitere Hotels, meines Wissens nach. Wobei nur ein großes noch. Wir gucken erstmal kurz, ob wir eine Markierung finden. Nein. Meet Ghost in the Hotel. Ja, in the Hotel. Ihr seid lustig. Ansonsten würde mir das hier noch einfallen. Müssten wir aber einmal Kehrtmarsch machen. Werden wir dann wohl oder übel tun müssen. Mal sehen. Ich kann nicht mehr reden. Mal sehen, wie das Ganze ausgeht. Heute ist übrigens wieder Aufnahmedienstag. Gerade eben Schule überstanden. Elektrotechnik mit einem Lehrer, der überhaupt nicht cool ist. Sondern ein riesiger Doofkopf, den man nicht verstehen kann, weil er kein Deutsch spricht. Aber man darf ja leider keinen Namen nennen. Wegen Rufmord und so. Akkumulator. Na gut. Warum nicht? Falsches Gebäude. Ich will eins weiter. Wo geht's denn da lang? Will ich hier hin? Nee, das ist wahrscheinlich einfach nur so eine Überführung über die Straße. Unterführung. Entschuldigung. Finde ich aber cool, dass sowas existent ist. Eine hässliche Bushaltestelle. Ich bin so durstig. Ja, ich auch. Zack. Ja, durstig bin ich auch. Das ist die Bushalte, oder? Hier ist auch kein Hotel. Ja, dann haben wir ja jetzt ganz klar... Oh, das wird wehtun. Ganz klar eine Aufgabe, das Hotel finden. So, das hat überhaupt nichts gebracht. Wir brauchen Verbände. Wir haben seit Ewigkeiten keine Verbände mehr. Was wir machen können, ist den Igel rauspacken, weil dann Blutungen schneller abheilen. Ich bin mir sicher, das da muss das Hotel sein. Aber es ist nicht das Hotel und das macht mich total verwirrt. Und hier sind Militärleute. Hallo, Militär?
Hier sind noch ganz andere Leute. Holy shit. In den Graben. Oh mein Gott, sie ist doch in den Graben geflogen. Wieso habe ich die jetzt aufgefangen? Quatsch, sie ist doch hinter den Graben geflogen. Ich habe gesehen, wie sie hinter mich geflogen ist. So, wo bist du, du Saukopf? Mit dir will ich mich jetzt noch anlegen eben. Wow, wow, wow. Ah! Okay. Wir haben ein Problem. Wir haben das Militär soeben auf die feindliche Seite befördert. Das heißt, wir müssen den letzten Quicksave laden. Ja, ich werde nochmal das Gebiet vorne, vor dem ganzen Komplex so ein bisschen säubern und mache bis dahin einen Cut. Zurück. Wieso will ich eine neue Einleitung machen? Ja, das Spiel ist eben, nein, gar nicht. Doch, das Spiel ist nochmal abgestürzt, aber wir sind eben doof gestorben, weil ich den Militärtypen angeschossen habe. Währenddessen habe ich jetzt zweimal nachgespielt, denn gerade eben, ihr werdet es im Original sehen, wenn ich es vergessen sollte rauszuschneiden. Jedenfalls habe ich den hier nochmal gefunden und mir ist aufgefallen, dass dieser Typ, wenn wir ihn ansprechen, einen Spielabsturz verursacht. Ich werde es jetzt nochmal versuchen, aber mache hier schon mal einen Cut. Okay, war gar nicht so schlecht. Ich habe ihn nochmal angesprochen und das Spiel ist wieder abgestürzt. Ja, er ist ja auch nicht direkt im Sterben, das heißt, er wird sich irgendwann wahrscheinlich fangen und weggehen. Allerdings werden wir das nicht mehr miterleben. Was mich so ein bisschen fuchst, ist die Tatsache, dass das hier das Hotel sein sollte, beziehungsweise ich es so kenne, keinerlei Markierung habe, die irgendwie einen Index dazu geben, wo ich lang muss. Was ich an sich gar nicht schlecht finde, versteht mich nicht falsch. Es ist nur sehr stark irritierend, wenn man weiß, wo das Hotel ist, aber anscheinend ein anderes Hotel gemeint ist und wir haben was zu essen gefunden. Ja, wir rennen mal weiter. Vielleicht finden wir noch ein anderes Hotel. Das hier sollte, wie gesagt, das Hotel sein. Ein anderes Hotel, was mir sonst einfallen würde, wäre dieser Komplex hier. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es der ist oder schon ein weiter. Es könnte der hier sein. Nee, ich glaube, es ist ein weiter. Egal, wir gehen da mal lang. Kann ja nicht schaden. Oder ist es das doch hier? Ja, ich glaube, das ist es. Das wird das Hotel sein, das sie meinen. Ja, dann müssen wir nur noch hochfinden. Das sollte auch kein Problem sein. Oh Gott, diese Special Sound Effects wieder. Fehlt nur noch, dass mir wieder ein Skelett oder ein Rollstuhl entgegenspringt. Ah, stimmt, das sind ja eher Rollstühle als Skelette. Oder wie meine Mutter sagen würde, Skelette. Ich weiß nicht, wie sie Skelett sagen kann. Ich verstehe es nicht. Ja, wir gehen mal ganz nach oben. Ich finde das gerade ganz interessant, wie hoch wir hier gehen können. Okay, ich finde es doch scheiße, weil man dadurch unnötig viel laufen muss. Ja, wir gehen mal hier hoch. Man merkt, die Waffe hat ordentlich Wumms. Ordentlich Wumms. Wo geht's denn hier rein? Wo sind wir denn hier gelandet? Ja, wir sollten hier im Hotel sein. Und tatsächlich finden wir hier jemanden wieder. Und zwar den lieben Herrn Ghost. Hallo Ghost! Endlich, du hast es geschafft. Wir hatten schon Angst für eine Sekunde. Ja, mit den Militär und den Monolithern, die sich gegenseitig bekämpfen, ist es kein Spaziergang im Park. Gut, dass du wieder in einem Stück hier bist, würde ich es übersetzen. Ja, scheint so, glücklicherweise. Ach, und ganz nebenbei, wir haben immer noch ein großes Problem. Bevor wir uns zum Generator aufmachen können, müssen wir die Sicherheitsüberschreibungscodes aus dem ganzen verdammten Komplex bekommen. Um es klar auszudrücken, kein Überschreiben, kein Herunterfahren des Generators. Ja, und es wäre wohl nicht möglich, mit keiner Anzahl von Explosionen bzw. von Sprengstoff, um so hindurchzukommen.
Frag nicht, warum und wie es funktioniert.